Der Porsche 911 Turbo brachte Rennsporttechnik auf die Straße und galt 1974 bei seiner Vorstellung als Sensation auf vier Rädern. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 9FF Video. Heute endlich mal wieder luftgekühlt. Machen wir nämlich in letzter Zeit immer mehr. Und weil wir davon inzwischen so viele machen, Motoren, Revision, Tuning, Autos aufarbeiten, durchsehen, Teile restaurieren und so weiter, haben wir gesagt, da brauchen wir natürlich auch entsprechendes Personal und deshalb haben wir den Sven. Ja. Seit gut einem Jahr jetzt, oder? Jetzt etwas über ein Jahr, genau. Ja, guck, ist er jetzt bei uns. Lange Erfahrung mit luftgekühlten Autos und deshalb genau der richtige Mann. Und genau deshalb übergebe ich jetzt an ihn. Danke. Also, dein Part. Danke. Ja, wir haben jetzt hier den 39 Turbo, den Witwenmacher sogenannten. Und hier in dem Fall, die Autos wurden so ab 74 vorgestellt bei der IAA. Und bis 89 wurden die gebaut und das ist jetzt die zweite Ausbaustufe. Also der große Unterschied vom 3 Liter zum 3,3 Liter ist, wie der Name schon sagt, der Hubraum. Und zusätzlich kam noch ein Ladeluftkühler rein und dadurch haben wir eine Leistungssteigerung von 260 auf 300 PS, 221 kW bekommen und fahren mit dem Auto von Porsche maximal, ich glaube, Höchstgeschwindigkeit 260 km/h und Beschleunigungsdaten waren von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden. Damit waren wir bei dem Auto jetzt 1983 auf der Straße schon ganz weit vorne. Also weiteres Detail, worauf die technische Änderung basierte, war die Bremsanlage, die beim 3,3 Liter Hubraum, beim 3,3er Turbo aus dem 917 quasi aus der Entwicklung des 917 entstanden ist, mit den vergrößerten Kühlrippen. Ich denke, der Matti wird dann später noch mal Detailbilder davon einblenden. Und unser Kundenfahrzeug hier hat jetzt bei uns eine kleine Motorrevision, eine Abdichtarbeiten bekommen und wir haben eine kleine Leistungssteigerung in dem Motor mit impliziert. Das bedeutet, wir haben halt Ladedruck erhöht und wir haben geänderte Nockenwellen eingebaut. Haben dadurch jetzt hier Leistungssteigerung von, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 30 und 50 PS mehr. Gute 340 PS. Und damit kann man schon ganz gut fahren heutzutage. So, wir haben also ab dem Modelljahr 74 die geänderte Karosserie. Das ist die G-Modell-Karosserie. Das ist so ziemlich die ikonischste und eingängigste Karosserieform vom klassischen 911er. Das Auto hat jeder vor Augen, wenn man von einem 911 spricht. Speziell bei diesem Auto, man hat die runden Scheinwerfer, man hat die geänderte Stoßstangenpartie mit den Aufpralldämpfern und den Ziehharmonika-Gummis sogenannten. Der Turbo hat die Besonderheit, dass halt noch eine breite Karosseriebauvariante ist. Das G-Modell Sauger ist halt ein ganzes Stück schmaler. Wir haben speziell bei diesem Fahrzeug jetzt eine Zubehörfelge drauf in 17 Zoll. Eigentlich gehört da eine 16 Zoll Fuchsfelge drauf im Original. Das Fahrzeug wurde nicht anders ausgeliefert. Wir haben die geänderten Lufteinlässe an der Seite bei dem Auto, die eigentlich aus dem Werksleistungssteigerungspaket oder aus dem Flatnose-Paket kommen. An unserem Fahrzeug. Man weiß nie, was im Laufe der Jahre mit den Autos passiert ist und wer die verändert hat und custom made. Als Werksturbo Look Carrera gab es den auch noch. Der sah genauso aus, der hatte einen Turbo-Heckspoiler drauf, der war turbobreit und hat auch die Turbobremse gehabt, wenn er original damit ausgeliefert wurde. Hat aber nur einen Saugermotor mit
231 PS gehabt. Ansonsten absolut identisch. Noch ein weiteres Detail ist, dass diese Carrera, diese Turboverbreiterung bei Porsche im Werk damals in der Serienfertigung auf die Carrera-Karosserie zusätzlich angeschweißt wurde. Man sieht das also bei manchen Autos ganz oft, dass man auf der Innenseite am Kotflügel, an dem Seitenteil und vorne am Kotflügel auch Schweißnähte noch erkennen kann. Das ist also nicht nachträglich gefuscht, sondern das war halt werksmäßig so, dass man die Verbreiterung aufgesetzt hat. Dann haben wir den klassischen Heckspoiler vom 3.3er, auf dessen Form ich hier näher eingehen kann. Und zwar hat Porsche das so konstruiert, dass diese Abrisskante hier hoch steht, dadurch die über das Fahrzeug strömende Luft ausbremst und dafür sorgt, dass hier mehr Frischluft durch den Heckspoiler auf den Ladeluftkühler kommt. Unser Fahrzeug hat jetzt hier breite US-Bumper. Die europäische Version ist wesentlich schmaler und ist auch meiner Meinung nach die schönere. Aber auch da kann man nie genau sagen, was im Laufe der Jahre passiert ist mit dem Auto, warum diese breite Version draufkommt. Vielleicht war der mal in den USA und ist wieder zurückgekommen. Ich weiß es nicht. Der Innenraum vom Fahrzeug ist gut verlebt. Er hat im Laufe der Jahre einiges gesehen. Charakteristisch ist noch die Ladedruckanzeige für den Turbo. Das hat der Sauger an der Stelle nicht. Drei Speichenlenkrad, daran sieht man, dass es halt noch aus der SC-Baureihe ist bis Modelljahr 83, 84. Und auch der Turbo-Schriftzug auf der Rückenlehne hinten ist reingekommen, um das Auto nochmal ganz klar als Turbolader, als Turboauto abzusetzen von der Masse. Ein besonderer Punkt bei unserem Kundenfahrzeug ist diese Domstrebe. Ich muss eben die Haube mit dem Kopf festhalten, die jetzt hier tatsächlich aus dem Rennsport stammt, aus dem Rennsport-Zubehör von Porsche. Und zwar sind das hier komplett verschweißte Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob man das so ganz gut sehen kann. Und prinzipiell einfach dazwischen gesetzte Stahlrohr. Führt dazu, dass das Fahrzeug in der Kurve weniger Eigenbewegung hat durch diese Kurvenlast und dadurch sich wesentlich präziser steuern, lenken lässt. Ja, hier runter verbirgt sich der Sicherungskasten und da sind halt die Relais für Kraftstoffpumpen. Der 3.3er Turbo hat zwei Kraftstoffpumpen, um eben sicherzustellen, dass der Turbo in allen Lebens- und Fahrzyklen auch ausreichend Kraftstoff an den Motor bekommt. Dann gehen wir nach hinten. Der Motor mit seinem Ladeluftkühler, wir haben gerade drüber gesprochen, das war die Änderung vom 3 Liter zum 3,3 Liter, damit eben hier die angesaugte Ladeluft auch noch zusätzlich runtergekühlt wird, um die Leistungssteigerung zu bekommen. Ich meine, du kannst das ganze Auto natürlich von vornherein komplett restaurieren. Dann fängst du an, das komplett zu zerlegen. Rost, das Auto hat im Laufe der Jahre an einigen Stellen Rost bekommen. Du fängst an, die Karosserie komplett zu zerlegen, den Rost zu behandeln, schweißen, wie auch immer. Alle Achsteile, alle Fahrwerksteile neu zu beschichten, neue Lager einzusetzen. Aber wir haben jetzt hier, unser Kunde hat entschieden, dass er das nicht möchte, beziehungsweise es ist ein Alltagsauto und kein Sammlerauto. Und deswegen haben wir uns mit dem Kunden zusammen entschieden, wir machen hier nur eine Abdichtungsarbeit mit einer kleinen Leistungssteigerung. Der Kunde hat also den Motor einmal komplett auseinander, es wurde alles vermessen. Wir haben alles kontrolliert, wir haben den komplett neu abgedichtet. Wir haben an dem Auto geänderte Nockenwellen eingebaut und wir haben den Ladedruck am Motor erhöht. Wir erzielen damit eine Leistungssteigerung von etwa 330, 340 PS. Können auch 350 sein, wir haben es noch nicht gemessen. Man hätte jetzt noch mit viel Geld mehr in die Hand nehmen können, ein sogenanntes Galvanik-Paket. Dann wären nochmal alle Schrauben, alle Teile extra nochmal zusätzlich galvanisch beschichtet worden. Man kann hier noch ganz viel mit Pulverbeschichtung und mit Lack machen, damit der Motor noch schöner, noch neuwagenmäßiger aussieht. Aber das muss halt bei einem Fahrzeug nicht sein. Das ist dann wieder für Autos im Sammlerzustand. Das wird dann eher ein Stehzeug statt ein Fahrzeug, wenn man zu viel neu macht. So, dann haben wir hier
habe ich gerade von gesprochen, von der schmalen Karosserieform, ein G-Modell. Speziell hier ist ein Baujahr 86, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das spielt auch keine große Rolle. 85, 86 hat sich nicht viel geändert. Der Kunde hat eine komplette Motorrevision bekommen und eine Leistungssteigerung, eine 9 FF Frischzellenkur. Diesmal kein Sauger, diesmal kein Turbomotor, sondern ein Saugermotor mit deutlich erhöhter Verdichtung, mit geänderten Nockenwellen. Und das Besondere hier dran ist die Doppelzündanlage. Die Kenner werden das sehen, 3,2 Liter Carrera. Man sieht, hier ist ein Luftmassenmesser verbaut worden, anstatt dem serienmäßigen Luftmengenmesser. Man hat also hier keine Stauklappe mehr, die im Luftstrom steht, sondern hat ein Heißfilmluftmassenmesser. Können dadurch wesentlich genauer die Kraftstoffmenge berechnen und dementsprechend auch mehr Leistung erzielen. Unser Kunde hat das Fahrzeug so zu uns gebracht. Die Karosserie und die Lackarbeiten sind woanders gemacht worden, das waren wir nicht. Wir sind nur für den Motor zuständig in dem Fall. Wir können natürlich auch das Gesamtpaket anbieten, aber das ist halt in dem Fall hier nicht nötig gewesen. Wir haben noch eine doppelflutige Abgasanlage eingebaut. Das heißt, wir haben nicht serienmäßig, wie es original ist, dass wir von der rechten Seite die Abgase nach links rüberleiten und auf der linken Seite durch ein Rohr in den Endschalldämpfer, sondern wir haben hier zwei Katalysatoren, zwei Fächerkrümmer und eine zweiflutigen Endschalldämpfer, der halt auf beiden Seiten ein Eingangsrohr hat und dementsprechend auch zwei sportliche Endrohre im Stil von 911 ST und RS Modelle aus den 70ern und 80ern. Ich weiß gar nicht genau, wie es hier weitergeht, wie da die Entscheidung gefallen ist. Man sieht jetzt hier, dass hier noch Löcher drin sind. Hier sitzt der schmale Bumper eigentlich drauf und der müsste jetzt normalerweise ein bisschen eingeschnitten, angepasst werden, damit das Endrohr da reinpasst. Aber kann ich nicht genau sagen, wie der aktuelle Stand da ist, wie es weitergeht. Werksauslieferung, Fuchsfelgen, 8x16 an der Hinterachse. Mit dem Reifen 225 5016. Das war damals halt auch schon ein super flacher Reifen. Heute, wir wissen aus der Tuning-Szene, es geht noch viel, viel flacher. Heute sind das Ballonreifen, aber damals war das schon Stand der Technik und du warst damit schon ziemlich weit vorne auf der Straße für den Grip. Klassischer Porsche-Schriftzug. Bei manchen steht auch Carrera drauf, das kann man halt auch wahlweise machen. Die 7 Zoll Felge an der Vorderachse. Gelochte Bremsscheiben. Eine serienmäßige Klimaanlage ist noch drin. Die kommt auch wieder rein, die wird auch wieder in Betrieb genommen. Das sieht man am Motor, dass der Klimakompressor noch fehlt. Die Scheinwerferreinigungsanlage. Das ist ein Detail, das es erst ab 84 in der Form gegeben hat. Vorher beim Auto bis 83 war es eine Düse, die wie ein Hörnchen hier oben rausstand. Das sah so ein bisschen aus wie ein Geschwür. Und die Designer haben sich gedacht, wir müssen irgendwas anderes machen. Und man hat die dann wesentlich kleiner und filigraner gestaltet. Also hier gab es halt zwei verschiedene Varianten an Nebelscheinwerfern. Die einen waren direkt an die Stoßstange geschraubt und hingen vor diesem Luftleitblech, vor der Frontschürze. Und die späteren von den G-Modellen vom 3.2er, ich meine, da war auch die Baujahrtrennung irgendwo zwischen 83 und 84 gewesen, die sitzen dann halt hier mit in der Frontschürze drin. Das ist ein Anschlagschutz für den Frontkondensator von der Klimaanlage. Die Autos hatten halt nicht so viel Platz für große Kondensatoren und deswegen hat man sich bei Porsche überlegt, wir bauen zwei Kondensatoren ein. Wir haben einen großen hinten unter der Heckklappe, unter dem Lüftungsgitter. Und wir haben einen hier vorne drunter gebaut, der nochmal ein eigenes Gebläse hat, um da auch erheblich die Kühlleistung zu verbessern. Also passend zum leistungsgesteigerten Motor hat man hier bei diesem Fahrzeug auch noch zusätzlich die Lenkung verbessert mit den sogenannten Turbospurstangen, die halt aus dem Modell 39 Turbo kommen. Die sorgen für eine wesentlich bessere Spurstabilität, weil das innere Spurstangengelenk eben kein Gummigelenk, sondern ein Metall-Uniballgelenk ist. Und dadurch lässt sich das Auto wesentlich präziser steuern. Und wir haben hier zusätzlich eine Domstrebe in dem Fahrzeug. Der Kunde hat sich das mit dem Restaurateur so überlegt. Passend zum Upgrade-Motor hat man das Fahrwerk direkt auch schon abgegradet. Weiteres Gimmick aus dem G-Modell,
oder weitere interessante Geschichte ist das Faltrad. Das sieht sehr urig aus. Die wenigsten Leute kennen das, denken sich, was soll man damit, wie soll man damit fahren. Wir nehmen das Faltrad aus dem Auto aus. Wir haben noch einen Elektrokompressor, der jetzt hier nicht drin liegt. Und können das Faltrad im ausgebauten Zustand, bevor man es aufs Auto draufschraubt, kann man das aufpumpen. Und dann hat man halt einen großen Reifen, der halt entsprechend ähnlich groß wie ein Originalrad ist, mit dem man mit bis zu 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt fahren kann. Mit der Änderung des Faltrads konnte man halt einen größeren Tank verbauen. Man hat einfach das Volumen, den das Ersatzrad vorher hatte, den konnte man jetzt mit dem Faltrad den Tank vergrößern. Und man hat eine Vergrößerung gehabt von, ich glaube, 65 Liter auf 85 oder von 60 auf 85 Liter. Wir haben also beim G-Modell einen 85 Liter Tank, den die Vorgängermodelle noch nicht hatten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Falls noch mal irgendwelche Fragen aufkommen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das können wir dann zukünftig thematisieren und eventuell noch mal Frage und Antworten Video machen oder wie auch immer. Danke, ciao. Dadurch hat man sich. Wie spreche ich das aus? Hat man sich. Mir fehlt das Wort. Mir fehlt das Wort. Man hat sich nicht erhofft, sondern das haben die ja dann. Entwickelt. Nee, das war eine Entwicklungsstufe.